Darmspiegelung muss der Darm geleert werden. Das heißt, die Patienten müssen etwas trinken, damit der Darm sauber ist. Das ist eine Flüssigkeit, die schmeckt nicht sehr gut, aber das kann man gut machen. Dann kommt der Patient zu uns, er bekommt ein Medikament, was ihn zum Schlafen bringt. Das heißt, er spürt davon nichts, es ist schmerzlos. Und dann wird ein dünnes Schläuchlein in den Darm eingeführt mit einer Kamera vorne dran und dann sieht man, was im Darm drin ist. Die effektive Diagnose habe ich dann etwa 14 Tage später erhalten, anlässlich der Magen-Darm-Spiegelung. Zwei Tage später hat sich dann ergeben, er war bösartig und dass eine Computertomographie angeordnet wird. Die hat dann ergeben, dass tatsächlich Metastasen in Lunge und Leber vorhanden sind, und zwar massiv. Fortgeschrittener Darmkrebs heißt, dass die Patienten bereits Metastasen haben. In dieser Situation kann man eine Chemotherapie durchführen. Meistens kombinieren wir die mit Antikörpern. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann entweder einen Antikörper dazugeben, der die Neubildung von Gefäßen hemmt, oder man kann Antikörper dazugeben, die Wachstumsfaktoren entfernen, die der Tumor braucht, um größer zu werden. Die Chemotherapie betrachte ich als meinen Verbündeten im Kampf. Diese Beutel hier oben, die sind, wie gesagt, meine Unterstützung im Kampf. Deshalb komme ich gerne hin. Solange die Polypen klein sind und wenn man die rausnimmt, passiert überhaupt nichts. Wenn der Darmkrebs mal ein richtig etablierter Krebs ist, dann ist der gefährlich, wie alle Krebsarten. Die Heilung ist möglich in ungefähr der Hälfte der Fälle. Man operiert die Patienten dann, sie kriegen Chemotherapie. Trotzdem 50% der Patienten sterben daran, die Hälfte. Die Heilung grundsätzlich langfristig ist nur möglich, wenn der Tumor vollständig entfernt werden kann. Wenn also grundsätzlich der Tumor operiert wird. Modernerweise sind die Chancen aber viel größer, wenn man nicht nur operiert, sondern diese Operationen kombiniert, insbesondere mit Medikamententherapien. Dabei spielen heutzutage die modernen Medikamente wie die Angiogenesehemmer ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese Medikamente werden zum Teil vor der Operation eingesetzt und in anderen Situationen nach der Operation eingesetzt oder zu beiden Zeitpunkten, also vor und nach der Operation. Die Blutgefäßbildung kann in zwei Situationen gehemmt werden. Die eine Möglichkeit ist, dass man vor einer Operation zum Schrumpfen des Tumors oder von Metastasen solche Antikörper einsetzt. Mit dem erreicht man, dass man häufiger die Operation dann auch durchführen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass man eine antiangiogenetische Therapie durchführt in einer palliativen Situation, das heißt in einer Situation, wo wir keine Heilung herbeiführen können. Da wissen wir, dass wir mit einer antiangiogenetischen Therapie das Überleben und die Lebensqualität der Patienten verbessern können. Nach der Operation und nach dem Beginn der Chemotherapie geht es mir in erster Linie, muss ich mal sagen, besser als vor der ganzen Angelegenheit. Ich habe Unterstützung dabei. Ich habe eine wunderbare Frau, 4 Kinder, Kollegen, Kolleginnen in der Bank, die monatelang in die Bresche gesprungen sind. Ich muss sagen, alles in allem, ich denke, das kommt gut.